Hallo und herzlich willkommen zu Bad Talk, Good Talk, der Podcast von Badminton NRW. Heute zu Gast habe ich die Tanja. Hallo Tanja. Hallo Ele. Ja, die Tanja, die arbeitet bei uns auf der Geschäftsstelle. Und vielleicht mag die Tanja sich erstmal, also magst du dich vielleicht erstmal selber vorstellen, wer du bist, was du im Verband machst und seit wann du das machst. Mhm. Ja, mein Name ist Tanja Dickmann. Ich bin ein ursprünglicher, gebürtiger Franke, gestrandet in NRW, komme aus dem Sporttourismus und bin seit knapp bald eineinhalb Jahren, seit November 2019 beim Badminton NRW tätig, halbtags. Cool, aus Franken. Ja, dann kannst du so schön das R rollen, ne? Jawohl. Ah, das liebe ich. Das kann ich überhaupt nicht. Manche sagen auch, manchmal spreche ich ein bisschen komisch. Ja. Sehr schön. Super, Tanja. Wir haben ja aus aktuellem Anlass, Corona-bedingt, diese super Aktion trotzdem Badminton. Und du bist diejenige, die das hauptsächlich verwaltet, sage ich jetzt mal. Mhm. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Also, genau, ursprünglich bin ich ja für Verwaltung von Lehrgängen zuständig, bin da ja ganz in enger Zusammenarbeit mit dem Daniel Stark aktiv und ja, verwalte Lehrgänge in Sachen Organisation, Internetauftritt, Ausschreibung, Kalender, Hallentermine, Verlegungen, all dieses zu erledigen. Und trotzdem Badminton ist quasi jetzt dazugekommen. Trotzdem Badminton gab es an Weihnachten rum, gab es die Idee, ein Online-Sportprogramm zu starten. Und dann gab es nochmal den Hinweis auch, dass es beim LSB dazu Förderprogramme gibt. Und ja, wir haben das dann im Januar ins Leben gerufen und das ziemlich schnell auch auf die Beine gestellt. Und man kann sich darunter vorstellen, ja, es ist ein Online-Sportprogramm. Man wählt sich über die Plattform Zoom ein, ganz unkompliziert, mit, ohne Kamera, wie man möchte, ob man mit dem Trainer auch ein bisschen aktiv über die Kamera agieren möchte oder nicht. Und kann einen bunten Blumenstrauß, buntes Potpourri, ein Sportprogramm, ja, kann daran teilnehmen. Es sind viele Honorartrainer von uns aktiv dabei, einige Landestrainer sind dabei, fast alle Landestrainer von uns sind aktiv, die jeweils ein Sportprogramm anbieten. Wir haben auch für die Kleinsten was im Programm, Kita-Programm, Kita-Kids, Grundschul-Kids mit der Jasmin, die das auch ganz toll, ja, gestaltet, dass die Kleinsten auch schon richtig Stammgäste geworden sind und große Freude daran haben. Auch mit dem Schläger im Wohnzimmer ein klein wenig und dem Luftballon Badminton zu spielen. Die Einheiten sind teilweise mit dem Badmintonschläger, teilweise ohne, viel Footwork, Beinarbeit, Armarbeit. Wir haben ganz neu dabei jetzt gehabt, auch für Para-Badmintonspieler, ein Programm vom Christopher Skrepper geführt. Und ja, ganz viele Namen, die fallen an Trainern. Benjamin Choppe, Thies Wiedinger und ja, Hong Zhang, Katrin Wannhoff, alles, denke ich, Namen, die bekannt sind. Und ja, viele, viele mehr. Ja, ja, super. Genau. Man braucht auch gar nicht so viel Platz jeweils und ja, kann sich ordentlich auspowern. Ja, ich denke, für diejenigen, die es schon mitgemacht haben, ist das eine tolle Sache. Und hoffen, dass wir auch noch mehr Leute zum Mitmachen bewegen. Wie viele haben denn bisher mitgemacht? Ja, wir sind bald bei der Grenze und knacken, wenn es so weitergeht, die 1500 Teilnehmer. Ja, also stark. Wir haben jetzt schon weit über 1000, knapp 1300 an die 1400. Und ja, nächste Woche wieder ein buntes Programm. Genau, ganz vergessen, auch den Dario Wittstock, der auch ganz aktiv vom TV Refrat dabei ist, der auch im Bereich Administration uns hier viel unterstützt. Und ja, da knacken wir bald die große Marke, denn meistens sind das ganz unterschiedlich, aber zu den Haupt-Sporteinheiten sind schon bis zu 50, 60, 70 Teilnehmer meistens dabei.
Ja, super. Du hast gerade eine ganz interessante Sache angesprochen, Admin. Also, wenn ich jetzt Genau. mitmache, kriege ich ja gar nicht mit, was das im Hintergrund alles für Arbeit ist. Was musst du denn alles organisieren, damit überhaupt so eine Stunde zustande kommt? Ja. Ich glaube, dass ja, kurz zusammengefasst organisieren den Trainer die Zeit, wann passt es, welcher Wochentag, auch ein bisschen darauf achten, wer kann wann. Die Landestrainer, die sitzen nicht zu Hause und stricken gerade Socken, sondern auch die sind schon wieder fleißig aktiv, haben auch mit den Athleten Sportprogramme online absolviert. Also die sind auch viel eingespannt, da immer Zeitfenster zu finden, ist auch gar nicht immer so einfach. Passende Zeiten finden, dann organisieren, wann startet es und wer begleitet das Ganze als Administrator und die ganzen Ausschreibungen, Wochenpläne, Ausschreibungen im Internet, alles verschicken an alle, damit jeder informiert ist, wann was stattfindet. Das gehört da alles dazu. Und Administrator heißt, da es, wie ich gesagt habe, teilweise sehr viele Teilnehmer sind. Zum Start hatten wir sogar einmal über 250 Teilnehmer dabei. Ja, Sehr beim viele, Benni, ja. genau, ich denke, sehr viele Neugierige auch, die dabei waren, um zu gucken, was ist das überhaupt, was machen wir da? Und ja, es war auch sensationell für Benny. Hat er, glaube ich, in der Form noch nie gehabt. Ja, und damit der Trainer sich voll und ganz auf seinen Sport konzentrieren kann, unter anderem ja auch bei dir, Ele, ne? Ja, Du bist ja ja. selbst auch als Trainerin fleißig aktiv dabei. Ja, damit man da sich konzentrieren kann und nicht auf Technik und im Chat auf Fragen achten zu müssen, gibt es immer einen Administrator, der das Ganze begleitet. Ja. Genau. Und der so ein bisschen auch einen Blick auf alles hat, der Ton aus und so weiter. Ja, ich finde es super, weil das hilft enorm, weil wenn man das noch gleichzeitig machen soll, während man da seine Stunde macht, das könnte man gar nicht. Also da bin ich auch dankbar, dass wir das so organisiert haben, dann kannst du dich echt super auf deine Stunde konzentrieren. Genau. Ja, super. Ja, wie lange werden wir das wohl noch machen? Kannst du das ungefähr absehen, wie lange die Aktion noch laufen wird? Ja, wir werden die Aktion auf jeden Fall so lange versuchen aufrechtzuerhalten, solange wir uns in diesem Lockdown mit den Hallenschließungen befinden. Ich kann mir vorstellen, wenn Hallen wieder öffnen, so wie im letzten Jahr auch so stückweise unter ganz bestimmten Hygienevorschriften, dass wir trotzdem Badminton nicht einfach abhaken und einstampfen. Ich glaube, dass das ein Stück weit für die Community bleiben wird. Ich denke, wir werden immer wieder mal Einheiten trotzdem Badminton anbieten und ja, das Ganze, denke ich, gar nicht komplett einstampfen. Ja, Dieses das stimmt. Programm, wie wir es jetzt haben, mit bis zu 7, 8 Einheiten in der Woche, das wird es dann in dem Fall, wenn die Hallen öffnen, so nicht mehr geben. Dann sind ja auch die Trainer wieder aktiv vor Ort in den Hallen, dann ist da auch die Zeit nicht mehr da. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir immer wieder so Highlights mit auch Landestrainern und Trainern wie dir, Ile, weiterhin online anbieten. Denn ich glaube auch, das ist gefragt. Also so kam das Feedback bisher an. Ah ja, das ist nochmal eine super Information. Das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Wir machen ja immer ein bisschen Lamapoll-Abfragen, also so ein bisschen Umfragen. Wie hat es euch gefallen? Was wünscht ihr euch und so? Wie ist denn da so die Stimmung? Oder kannst du mal so ein bisschen erzählen, was die Teilnehmer denn so zu dieser ganzen Aktion so berichten? Ja, also bisher sehr, sehr positiv, dankbar, sehr dankbar auch, dass etwas stattfindet. Es wird auch sehr dankbar angenommen, dass ja, dass man auch mal einen Einblick in Trainereinheiten von Landestrainern bekommt oder auch ja, in Lehrtrainer, Honorartrainer. Ne? Da kann man sich, denke ich, dann auch unter bestimmten Fortbildungen mehr vorstellen. Wie jetzt zum Beispiel bei dir im Bereich Fitminton, denke ich, da bekommt man allein durch deine Online-Einheit schon kleine Einblicke. Was findet denn da statt? Das ist auch, finde ich, noch mal ganz gut, da so ein bisschen reinzuschnuppern in den ganzen Teil und bisher sehr viel Feedback, Positives, bitte weitermachen, dass die Programme genauso wie sie jetzt stehen gewünscht sind. Es kommen auch Anregungen, kamen zu Beginn Anregungen, bitte noch mal ein bisschen mehr aufwärmen, abwärmen, stretchen nicht vergessen.
dass das auch gewünscht ist, mit einzubauen, dass man das auch nicht so gerne dann noch im Anschluss alleine macht. Ja, also alles dabei. Durchweg sehr positiv, was uns sehr freut, was uns auch motiviert, so weiterzumachen. Das ist für uns eine große Motivation. Ja, super. Jetzt denkt man, es ist schön, jetzt sind die Sachen gemacht und das wäre alles so einfach, aber wir haben ja auch noch Arbeit damit, diese ganzen Online-Sachen dann wieder auf unsere Website online über YouTube zu stellen. Kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, was das noch für eine Arbeit ist, bis dann so ein Video dann bei uns auf der Website landet? Genau, wir sind sehr viele kreative Köpfe, die ja auch gut im Team arbeiten zusammen und wir nehmen diese Videos auf und dann werden die angeguckt, durchgesichtet und durchsichtet und der Daniel Stark zum Beispiel, der ist momentan aktiv darin, dann diese Videos zu schneiden und auf YouTube zu stellen. Wir stellen nicht alle Videos auf YouTube online. Wir nehmen immer wieder ausgewählte Videos. Mhm. Das ganze Programm ist ja auch ein Programm wirklich für unsere Mitglieder, exklusiv, die quasi den Zugang von Zoom über ihre Vereinsvertreter erhalten. Ja. Wenn wir alle Videos stellen würden, könnte man natürlich auf alles zugreifen und wir möchten das schon ein Stück weit exklusiv für unsere Mitglieder auch lassen und stellen aber trotzdem einige Videos online, was ziemlich aufwendig ist vom Datenvolumen her, bis so ein Video geladen ist, kann es 1 bis 3 Tage dauern. Ja, Wahnsinn. Mit Schnitt und allem drum und dran. Ja, man weiß gar nicht, wie viel Arbeit da im Hintergrund eigentlich drin steckt. Ne? Ja. Apropos Arbeit, du hast ja eigentlich das jetzt so on top noch zu deiner eigentlichen Arbeit gemacht. Du bist ja sozusagen für die ganzen Lehrgänge zuständig. Mhm. Was machst du und wie sieht das so im Moment aus? Man denkt ja jetzt, ach ja, ist ja Corona, findet ja nichts statt. Also hast ja nichts zu tun, oder? Stimmt das? Stricksocken. Ja. Ja, nein, also wie ich am Anfang erwähnt habe, ne, was alles in die Lehrgangsverwaltung einfällt, von Organisation, Ausschreibung, Internetauftritt, Banking kontrollieren, Zahlungseingänge, Ausgänge und so weiter, das steht nach wie vor in reduzierter Form ja an. Trotzdem gibt es Buchungen, die angenommen werden, verarbeitet werden, bearbeitet werden. Es gab oder gibt ja trotzdem den großen Lehrgangskalender, der für dieses Jahr steht, den wir aufgestellt haben, wo Hallen alles organisiert werden muss. Und aktuell sind wir heiß im Gespräch, wie geht es weiter? Die ersten Lehrgänge würden jetzt im März starten. April unserem großen Trainerassistentenlehrgänge und wo wir nach wie vor noch nicht wissen, wie es weitergeht und da schon Pläne B, C bearbeiten, unter anderem aus dem letzten Jahr einige Lehrgänge, einige Ausbildungen nicht beenden konnten und mussten da jetzt auch alles umbuchen, einzeln umbuchen. Also viel Zusatzaufgaben, die anstehen. Das heißt, es wird nicht langweilig. Ja, ja, Wahnsinn. Toll. Du hast ja auch 2 kleine Kinder, Tanja. Die habe ich ja schon oft bei Telefonaten. Jetzt, wo du viel Homeoffice machen musst, kriege ich das immer mit. Deine Kinder sind zu Hause. 2 Jungs, die sind natürlich auch sehr bewegungsintensiv. Wie kriegst du das so hin? Arbeiten, Homeschooling, wie ist das für dich? Ja, Homeschooling bin ich noch verschont. Noch sind beide im Kindergarten. Die gehen jetzt auch wieder oder anfangs waren sie komplett auch zu Hause. Jetzt hatten wir in den letzten Wochen auch berufsbedingt von meinem Mann, hatten wir uns entschieden, sie 3 Tage in der Woche in die quasi Anführungsstrichen Notbetreuung zu bringen. Das sind immer 4 Stunden, in denen man dann viel schaffen muss. Und in der restlichen Zeit die Tage, die ich dann ansonsten arbeite, fängt einmal Nachmittag auch mein Mann ab. Wir teilen uns das auf oder die Jungs haben sich da auch schon ganz gut mit arrangiert und mittlerweile daran gewöhnt, dass die Mama dann mal am Computer sitzt, telefoniert oder auch telefonieren muss, während wir am Spielplatz sind. Und dass da mal kurz gespielt wird, auch alleine, nicht immer mit Mama, freuen sich natürlich auch mal, wenn sie dann außer der Reihe was mehr gucken dürfen.
dass die Mama doch mal in Ruhe kurz was schaffen kann. Aber es ist eher so, ja, jetzt so stückweit gestückelte Arbeit geworden, sage ich jetzt mal. Aber ja, kann man schwer beschreiben. Alles machbar. Ist Organisation, die teils funktioniert und mal nicht funktioniert. Ja, super. Hängt auch von den Launen ab. Launen Ja. der Kinder und Launen der Mama. Ja, sehr schön. Ja, ich mache ja immer am Ende meines Podcasts die eine besondere Frage und die stelle ich jetzt auch dir. Was ist für dich Badminton? Also was hat das für einen Stellenwert in deinem Leben? Kurz und knapp und möglichst persönlich. Ja, Badminton ist durch meinen Mann in mein Leben gekommen. Dadurch habe ich den Sport Badminton kennengelernt und auch dann durch Freunde, die ich kennengelernt hatte. Und ja, bin so auch dadurch im Beruf daran gekommen, in diesem Okay. Bereich. Du spielst selber nicht? Ich spiele selber nicht, ich würde mal sagen, ich spiele selbst Federball. Ja, also bist auch mehr so die Breitensporttante, so wie ich Die auch. Breiten, genau, mehr in den Breitensportbereich. Habe Ja. mich deswegen auch sehr über den Airbadmintonball gefreut, mit Ah dem ja, man schön. außen super spielen kann. Und Ja. ja, wir motivieren die Kinder mittlerweile auch mitzumachen. Anfangs wollten die keinen Schläger in die Hand nehmen. Jetzt Ja. seit trotzdem Badminton machen sie das gerne, weil sie das mit anderen gesehen haben, anderen Kindern und haben da richtig Spaß dran. Ah, toll. Das ist ja super. Ja, vielen Dank dir, Tanja, für das Interview und dass du dich, obwohl du sowas nicht so ganz so gerne machst, zur Verfügung gestellt hast. Und Ja, so sehr schlimm war es, gerne. glaube ich, nicht, oder? Nein. Sehr schön. Ja, dann sagen wir an alle, macht noch mit bei Trotzdem Badminton und guck mal in unser Lehrprogramm und auf unsere neue Website, die ja auch schön geworden ist. Und wenn ihr die Tanja mal am Genau. Telefon habt, dann kennt ihr sie jetzt ein bisschen genauer. Also, bis dann, Tanja. Danke. Tschüss. Tschüss, Ele.